Oh mein Gott, heute in diesem Video präsentiere ich euch mal die krassesten Update-Ideen, unter anderem ein neuer chromatischer Brawler und vieles mehr. Gamebase.de, die Mobile Gaming Revolution. Du willst dein Skill-Level erhöhen und ein besseres Spielgefühl bekommen? Dann bestelle dir am 20.06.2020 um 16 Uhr die auf 1000 Stück limitierten Sticks auf www.gamebase.de. Das 1 Million Abonnenten Gewinnspiel. Als Dankeschön verlose ich Produkte im Wert von über 5000 Euro, unter anderem iPads, iPhones, AirPods, scheiß Boxerboxen, Sticks und vieles mehr. Wenn ihr mitmachen wollt, ganz einfach meinen Kanal abonnieren, Marvin Vlogs Kanal abonnieren, im Anschluss auf 1mio.scheißboxer.shop gehen, Link unten in der Videobeschreibung, und einfach eure Handynummer eintragen, dann macht ihr auch schon mit, super easy. Viel Spaß und viel Glück an alle. Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass ihr da dabei bist. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Leute, das letzte Update war schon über einen Monat her. Also der Brawl Talk zumindest kam am 9.5. raus. Boah, hat auch fast 25 Millionen Aufrufe bekommen. Richtig, richtig krank. Und ihr seht's, Leute, die Season endet in 17 Tagen und 23 Stunden. Und ich glaube mal, es ist anzunehmen, dass wir spätestens in diesen 17 Tagen und 23 Stunden ein neues Update bekommen. Das heißt, noch ein bisschen mehr als 2 Wochen. Und das finde ich halt mega nice, dass wir jetzt halt wirklich ein Timing haben. Und anders kann das gar nicht sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Season ausläuft und dass dann einfach nichts passiert. Ich denke, dann geht es direkt weiter mit Season 2. Jetzt ist ja Season 1 am Start, Taras Bazaar. Da wird es wahrscheinlich auch dann eine komplett neue Umgebung geben. Und wir werden heute einfach mal über ganz viele Update-Ideen von euch, von mir, von Reddit labern. Und ich habe echt was Cooles vorbereitet. Übrigens, Leute, am 20.06. kommen gleich 2 krasse Dinge raus. Einerseits die neuen Game-Sticks. Ich hoffe, ihr kennt diese Dinger. Falls nicht, das sind einfach so Mobile-Gaming-Joysticks. Die kann man wiederverwenden, kann man einfach auf seinen Touchscreen aufsetzen und kann damit dann das Spiel steuern und kontrollieren. Das sind im Prinzip 2 von diesen Dingen in einer Packung drin. Mega, mega krasse Sache. Macht echt Bock, damit zu zocken. Und ja, ich merke auf jeden Fall, dass man damit auf jeden Fall, ja, danke für dieses Getränk, was mir hier gerade gebracht wurde, dass man damit auf jeden Fall echt zum Pro werden kann, wenn man damit gut übt. Ihr könnt euch die Dinger bestellen auf gamebase.de ab 20.06. um 16 Uhr. Mit dem Rabattcode Puki spart ihr nochmal 5% und ihr könnt jetzt noch bis heute Abend, glaube ich, beim Gewinnspiel mitmachen auf der Webseite, eure Nummer eintragen und mit ein bisschen Glück einen krassen Rabattcode oder vielleicht gratis Sticks gewinnen. Leute, macht auf jeden Fall mit, geht auf die Website gamebase.de und am 20. kommt auch unsere App raus, und zwar Super Bam, ihr wisst Bescheid, ihr könnt jetzt schon mal vorsichern, sage ich jetzt mal, einfach auf dem Link unten in der Videobeschreibung, superbam.de, geht ihr auf die Plattform, auf iOS oder auf Android, könnt das einfach runterladen, also nicht runterladen, aber sozusagen vorsichern, und am 20. wird es dann runtergeladen. Gönnt euch die App, am 20. kommt dort auch ein richtig fettes, exklusives Video, was ihr euch nur in der App angucken könnt. Ja Leute, also erstmal wird es auf jeden Fall eine neue Season vom Brawl Pass geben. Ich weiß nicht, wie das da aussehen wird mit den Belohnungen. Aktuell sind die Belohnungen im Prinzip kennt ihr alle, ne? Es gibt hin und wieder mal eine Megabox, eine Bigbox, eine Brawlbox, Gems und die Pins und Powerpunkte. Und was ich mir auf jeden Fall schon mal wünschen würde, was schon mal die erste Idee wäre, mehr Gems in den Free Pass reinzuballern oder vielleicht auch oben im Brawl Pass ein paar Gems reinzuballern, wobei das nicht wirklich viel Sinn macht, dann wahrscheinlich eher beim Free Pass. Aber aktuell ist es halt so, dass man sich hier 10, Moment, wir zählen zusammen, 20 sind 30, 10 sind 40, plus 20 sind 60, plus 10 sind 70, plus 20 sind 90. Also wir können uns insgesamt 90 Gems ansparen pro Season. Das heißt, man müsste 2 Seasons komplett spielen, dass man sich dann einen Brawl Pass holen kann. Und das finde ich halt ein bisschen schade so, dass man Free-to-Play im Prinzip dann nur jede 2. Season da mitmachen könnte und sich auch den chromatischen Brawler abholen kann. Was ich auf jeden Fall auch glaube, dass es wieder einen chromatischen Brawler geben wird. Dazu kommen wir aber am Ende. Ich habe was richtig Krasses vorbereitet. Ich denke einfach mal, dass diese chromatische Seltenheit jetzt speziell einfach für den Brawl Pass eingeführt wurde. Dass es halt einfach Sinn macht, hier mit der Seltenheitsstufe, dass mal was Neues ist. Und da habe ich auch einen neuen Brawler vorbereitet. Ja, aktuell gibt es ja Gale. Mal schauen, was ich hier in der Tasche habe. Eine Update-Idee ist auf jeden Fall nach wie vor, den Trophäenpfad zu erweitern. Der Trophäenpfad hört immer noch bei 14.500 auf und irgendwie haben sie sich noch nie wirklich darum gekümmert. Ich kann das auch wahrscheinlich ziemlich gut begründen. Und zwar liegt das halt daran, dass eben nicht wirklich viele Spieler auf die gesamten Spielerzahlen, sage ich jetzt mal gesehen, über 14.500 Pokale haben. Ich glaube, das sind so circa 2-3% von allen Spielern, und
das ist halt schon relativ wenig. Deswegen legt Supercell bzw. Brawl Stars halt den Fokus eher auf die breite Masse und jetzt nicht nur auf die besseren Spieler, auch wenn 14.500 für die meisten von euch jetzt wahrscheinlich ein Klacks ist, aber für den Durchschnitt ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass und überdurchschnittlich. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn die das mal erweitern und vielleicht auch mal andere Sachen als Gold oder Powerpunkte dahin packen, vielleicht ja mal exklusive Skins oder Pins oder irgend sowas, wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr nice im Trophäenpfad. Da wäre auf jeden Fall die Idee von mir, dass man den mal mindestens auf 30.000 erweitert, sage ich jetzt mal verdoppelt von der Länge, und dann hätte ich auch mal wieder Bock, mehr Pokale zu pushen. Das wäre so ein Ansporn, sage ich jetzt mal, weil aktuell pushe ich ja nur auf dem Free-to-Play-Account. Da bin ich auch schon bei 14.000 angekommen, also habe den Trophäenpfad auch schon durch, Leute. Eine neue Idee wäre es, den Rang 50 einzubauen. Leute, es gibt aktuell den höchsten Rang, den sozusagen, der sozusagen als Wappen abgezeichnet wird, ist Rang 35. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich gucke mal, ob ich irgendeinen Freund habe, der einen Level Rang 35 Brawler hat, aber ich schätze mal schon, hat Electric Day einen? Nee. Ja, super. So, Tobi müsste aber einen haben. Genau, hier, da seht ihr es, Rang 35. Es gibt allerdings aber schon Spieler, die haben Brawler auf 2000 Trophäen gepusht oder sogar noch ein bisschen höher, und da, gibt es halt keinen speziellen Rang mehr dafür. Das heißt, das wird nicht so abgezeichnet in deinem Profil, so bei deinen Brawlern. Die Leute sehen gar nicht, dass du mal auf 2000 oben warst. Deswegen die Idee, Rang 40, 45 und 50 noch hinzuzufügen. Rang 40 dann bei 1500 Pokalen, Rang 45 bei 1750 und Rang 50 bei 2000 Pokalen. Das muss auf jeden Fall auch mal gemacht werden, Leute, weil, ja, sonst pushen die Leute hier einigermaßen umsonst und können damit gar nicht flexen. Wäre ein bisschen schade. Leute, ich habe eine richtig, richtig nice Idee für einen neuen Skin oder für mehrere neue Skins. Und zwar wären das die die Color Changing Skins. Sagen wir es einfach mal so. Und zwar könnte man das mit jedem Brawler machen, speziell dafür einen Skin, der, sage ich jetzt mal, ähnlich wie ein legendärer Brawler einfach mega, mega selten ist, den man auf irgendeine Weise bekommt, aber nicht einfach im Shop kaufen kann oder der vielleicht einfach extrem teuer ist, keine Ahnung. Und dieser Skin jetzt beispielsweise hier bei Leon, ihr seht schon, rennt hier Leon einfach rum, und der Skin ändert einfach die ganze Zeit die Farbe. Das heißt, wie so ein Regenbogen, zack, 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 ändert er die ganze Zeit die Farbe, während er rumläuft, auch in-game, nicht nur in der Lobby. Und das wäre absolut krass. Das könnte man natürlich auch noch mit ganz vielen anderen Brawlern machen. Ich habe jetzt hier Leon als Beispiel rausgeholt. Grüße ihn raus an den Cutter, der den jetzt hier farblich animiert hat. Sieht hoffentlich auf jeden Fall nice aus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. So, und da könnte man, wie gesagt, so eine ganze Palette an Skins raushauen. Zu jedem Brawler so einen speziellen Skin, den man auf irgendeinen Weg bekommt, aber halt, nicht so easy, ne? Dass das schon selten ist und irgendwie auch was Besonderes ist. Vielleicht ja, dass man eine spezielle Quest mit einem Brawler erfüllen muss, um diesen Skin zu bekommen. Zum Beispiel mache 5000 Kills mit Shelly und dann kriegst du diesen Skin. Beispielsweise. So, könnte man natürlich auch ganz viele andere Sachen machen, wie man diese Skins bekommt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Aber ich finde die Idee schon mal mega, mega nice. Und jetzt geht's auf jeden Fall weiter. So, Leute, was mir noch aufgefallen ist, nicht mir, sondern einem Twitter-User, der hat das gepostet. Und zwar, ihr habt ja vielleicht diesen Livestream mitbekommen von Brawl Stars, wo dieses Radiogerät da lief und irgendwelche komischen Frequenzen und Töne an waren. Und die Leute haben da irgendwie Hinweise gesammelt auf neue Updates oder auf irgendwelche Insider von Brawl Stars. So, und tatsächlich hat wer was gefunden in diesem Stream, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Und deswegen spekulieren die Leute, dass der nächste Brawler, der ins Spiel kommt, ein legendärer sein wird. Macht euch gefasst. Leute, hört euch mal ganz kurz den Sound an, wenn man einen legendären Brawler zieht. Ja, prägt euch diesen Sound gut ein, denn jetzt gucken wir uns mal den Ausschnitt an von diesem speziellen Livestream. Auf YouTube ist es auch online, ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber auch nochmal anschauen und in Ruhe anhören. Und jetzt hört mal genau auf die Ähnlichkeit. Ja, auf jeden Fall, es ist eine Ähnlichkeit da. Ich habe es mir ein paar Mal anhören müssen, dass ich die Ähnlichkeit wirklich rausgehört habe. Da hat sich halt viel bei den Höhen und Tiefen irgendwie geändert und wie auch immer. Ich kenne mich da auch nicht wirklich aus, was so Tontechnik und so ein
Kack angeht oder diese, ja, ich bin Noob in sowas. Aber man hört auf jeden Fall ganz klar eine Ähnlichkeit raus. Ob das jetzt ein Anzeichen ist, dass der nächste Brawler ein Legendärer sein wird, ist halt, ja, eine gute Frage. Ich finde es aber mega, mega interessant, dass das tatsächlich wer rausgefunden hat. Und ja, finde ich auch gut, dass ich das gefunden habe, Leute. Somit kann ich euch diese Info schon mal geben. Also falls es ein legendärer Brawler wird, der nächste, der rauskommt, dann, ja, wisst ihr, von wem es wisst, ne? Übrigens, alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Übrigens, Leute, ganz, ganz krasse Sache. Wir wissen auf jeden Fall auch schon, welche zwei neuen Skins demnächst rauskommen. Und zwar, habt ihr es ja vielleicht mitbekommen, bei Supercell Make gab es mal wieder eine Kampagne für Bibi und Bee. Und da sehen wir auch schon die Gewinner. Oh mein Gott, Alter, was ist denn mit der Bee los? Also das Vorschaubild sieht schon mal nicht so vielversprechend aus. Und das ist im Prinzip Zombibi, auch ein sehr nicer Name. Leute, das werden diese neuen Skins sein, die ins Spiel kommen. Das sind die Gewinner der Kampagne. Es gab wirklich einige Einsendungen. Hier sehen wir nochmal alles im Überblick. Das waren die ganzen Finalisten, die über 1000 Likes insgesamt bekommen haben. Finde ich auch. Also sind auf jeden Fall auch nice Sachen dabei gewesen. Jetzt schauen wir uns mal die Gewinner an. Alter, warum hat der... Also, what the fuck? Also jetzt mal auf real, warum hat dieser Skin denn gewonnen? Hä, der ist einfach schwarz-weiß und sieht total langweilig aus, oder bin nur ich der Meinung? Also es ist natürlich mal was Neues fürs Spiel so. Die Biene finde ich auch ziemlich crazy, so wie die, die sieht so ein bisschen verrückt aus. Aber warum denn schwarz-weiß, Alter? Hä? Check ich nicht ganz. Also, keine Ahnung. Ich finde den Skin jetzt nicht wirklich besonders nice. Ich bin mal gespannt. Also, der ist jetzt noch nicht ganz im Brawl Stars Style, kommt mir vor, wenn er ins Spiel kommt. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen abgeändert, schätze ich mal. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist jetzt nicht so, trifft nicht so meinen Geschmack. Und ich frage mich echt, warum der gewonnen hat. Da gab es echt um einiges nicere. Also, bei den nächsten Kampagnen, bitte votet mal für die Skins, die gut aussehen. Und lasst nicht irgendwelche Leute gewinnen, die hier mit so einem Skin gewinnen. Alter, guckt euch, ich zeige euch jetzt mal ein paar andere Skins, ne, von der Biene. Nur, dass ihr Bescheid wisst, was es da noch für krasse Dinge gab. Also allein dieser Skin, Digga, allein dieser Skin sieht doch mal 10.000 mal krasser aus, oder? Also, I don't know, aber naja. Und der Bibi-Skin ist Zombibi geworden. Schauen wir uns auch mal in 3D an. Ja, das war auch einer meiner Favoriten, Leute. Richtig, richtig krasser Skin. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Verdienter Gewinner auf jeden Fall. Also allein dieser Baseballschläger, Alter, mit diesem Zacken. Den will ich nicht auf den Kopf bekommen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist Zombibi. Der wird irgendwann dann auch rauskommen. Weiß ich nicht, ob der jetzt direkt rauskommt oder vielleicht mal um Halloween herum. Das würde auf jeden Fall auch Sinn machen. Das wird dann natürlich noch dauern, aber das gucken wir uns mal an, Leute. Halten wir auf jeden Fall im Auge. Und ja, ein Skin von der letzten Kampagne muss auch noch irgendwann reinkommen. Und zwar der Demonic Bow. Also ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber irgendwie ist der komplett untergegangen. Der muss auf jeden Fall auch noch ins Spiel kommen, Leute. Mega, mega nicer Skin auch. Der hat auch gewonnen, ist aber aktuell noch nicht ins Spiel reingekommen. Leute, kommen wir zu dem neuen chromatischen Brawler, den ich mir rausgesucht habe. Ja, auf jeden Fall mega, mega krass. Wie schon gesagt, mit dem neuen Brawl Pass, mit einer neuen Season, schätze ich mal, wird auch auf jeden Fall ein neuer chromatischer Brawler rauskommen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Und da habe ich auf jeden Fall ein richtig geiles Konzept rausgesucht. Erstmal, so würde das Ganze aussehen, wenn der dann im Brawl Pass erhältlich ist auf Stufe 30. Und ihr seht schon, der Brawler heißt Neo. So, was hat es mit diesem Brawler auf sich? Wir gucken uns mal seine ganzen Stats bzw. sein Konzept an. Seht ihr auch jetzt eingeblendet. So, der Brawler Neo generell ist so irgendwie, keine Ahnung, so ein fliegendes Dingsbums da. Sieht mega, mega nice aus. Und jetzt lesen wir uns mal kurz durch, was der können soll. Also erstmal ist er ein chromatischer Brawler. Er attackiert im Prinzip ganz normal mit einem Long-Range-Projektil und wirft zwei Short-Range-Punches, also ganz kurz distanzierte Schläge, also auf Low Distance, sagen wir so, hittet da nochmal raus. Verstehe ich nicht ganz, wie das umgesetzt werden soll, aber ja, auf jeden Fall so soll er einen langen Schuss raushauen und zwei Punches. Pam, pam. Seine Super, und da wird es jetzt interessant, ist ein Monster, was einfach Projektile schießt, wahrscheinlich auch auf Long Range. Und Alter, das ist ja mega, mega krass. Das ist hier unten dieses Ding, Hall soll der heißen. Der entwickelt sich einfach, desto länger er am Leben ist. Das heißt, er wird krass, also er kriegt mehr Leben, er macht mehr Damage, er hat eine höhere Range, alles mögliche. Er wird einfach immer, immer krasser, wenn er länger am Leben bleibt. Und das finde ich ultra OP, dieses Konzept. Stelle ich mir einfach ultra krass vor. Also wenn du da in der Runde bist und den dann platzierst und der überlebt erstmal sehr lange und ist dann richtig, richtig stark,
dann wird es, glaube ich, echt critical für die Gegner. Und deswegen lieber am Anfang direkt töten und nicht warten, bis der sich richtig krass entwickelt hat. Ja, das ist auf jeden Fall das Konzept zu dem neuen Brawler Neo. Und das waren jetzt so alle Update-Ideen, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, auf jeden Fall euch hat dieses Video gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf das nächste Update wie ich. In circa 2 Wochen können wir vermutlich damit rechnen, wenn der Brawl Pass zu Ende ist. Würde ich jetzt mal von ausgehen, weiß ich natürlich nicht. Aber das macht schon Sinn. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.